Sie sind unter anderem am Aufbau von Knochen, Muskeln, Haaren oder Nägeln beteiligt. Aminosäuren. Gerade in Stresssituationen haben wir daher erhöhten Bedarf und für Sportler sind sie unerlässlich. Viele Menschen weisen aber einen Mangel an Aminosäuren auf, oft ohne es zu wissen. Nun gibt es individuell zusammengestellte Aminosäurepräparate, die gezielt diesen Mangel beheben. Erfahren Sie mehr dazu im Gesundheitstipp. Müdigkeit, Schlafstörungen, Antriebslosigkeit, Konzentrationsschwächen, ein herabgesetztes Immunsystem bis hin zu depressiven Verstimmungen. All diese Symptome können durch einen Mangel an Aminosäuren hervorgerufen werden. Aminosäuren braucht man, weil sie eben im Körper das Eiweiß aufbauen. Haare, Muskeln, Nägel, sehr viele Hormone und Enzyme, aber auch Botenstoffe im Gehirn sind aus Aminosäuren aufgebaut. In der Natur kommen über 200 Aminosäuren vor. 20 davon werden beim Menschen für den Aufbau von Proteinen verwendet. Von diesen 20 werden wiederum 8 als essentielle Aminosäuren bezeichnet. Das heißt, sie sind unentbehrlich, man muss sie mit der Nahrung oder mit einem Nahrungsergänzungsmittel aufnehmen. Denn diese kann der Körper im Gegensatz zu den 12 nicht-essentiellen nicht selbst bilden. Besonders in Stresssituationen, ob im privaten oder beruflichen Bereich oder beim Sport, herrscht ein erhöhter Bedarf an Aminosäuren. Einen erhöhten Bedarf haben auch Kinder und ältere Menschen. Wer nun diesen Mangel ausgleichen will, sollte aber auf individuell zusammengestellte Aminosäurenpräparate zurückgreifen. Denn jeder hat sein eigenes Aminosäurenprofil. Maßgeschneiderte Aminosäuren haben gegen Fixpräparate einen großen Vorteil, weil man den Bedarf haarscharf damit abdecken kann. Ein zu viel ist genauso schlecht wie ein zu wenig und daher ist es günstig, wenn man den Bedarf entsprechend eines Blutprofils abdecken kann. Genommen werden solche individuell zusammengestellten Präparate, die übrigens im Hochleistungssport schon lange Einsatz finden, anfänglich dreimal täglich, dann zweimal pro Tag über ein halbes Jahr lang. Unterstützend sollte auch gezielte Bewegung durchgeführt werden. Bewegung hat verschiedene Gründe, warum das so wichtig ist. Ein ganz, ganz großer Grund ist, dass man durch Bewegung das Wachstumshormon stimulieren kann. Aminosäuren können ebenfalls das Wachstumshormon stimulieren und in Kombination hat man hier eine sehr gute Möglichkeit, eine Gewichtsoptimierung dadurch zu erreichen. Die Aminosäuren sind deshalb auch so wichtig nach einem Sport, weil damit die Regenerationsfähigkeit verbessert wird. Im Sportbereich haben wir gesehen, dass man damit sehr gut prophylaktisch wirken kann gegenüber Verletzungen des Bewegungsapparates, wie zum Beispiel Muskelverletzungen oder auch Sehnenverletzungen. Solch individuell zusammengestellte Aminosäuren haben noch unzählige weitere Vorteile. Nähere Informationen finden Sie auch im Internet unter www.vitalogic.at.